Vielleicht konntet ihr es im Schatten schon erkennen. Ich bin wieder unterwegs mit meinem großen Geschoss, mit dem 500er oder 200 bis 500, auf Wildvogeljagd. Ich habe letztens einen Fotografen in der Aue gesehen, so jetzt muss ich mein Objektiv gerade mal sortieren, der in der Aue fotografiert hat, was ja nicht so selten ist. Aber der hat, allerdings ist das schon ein paar Wochen fast her, den Nachtreiher fotografiert. Und den werde ich jetzt versuchen, mal mit meiner Frau zu finden. Vielleicht mache ich sogar mal ein paar Drohnenaufnahmen. Mit dem neuen Drohnengesetz kann ich ja 100 Meter hoch über das Naturschutzgebiet. Vielleicht mal ein bisschen von oben zeigen, wo wir da immer so rumlaufen. Ja, und dann bleibt mal dran. Ich werde gleich noch was erzählen zur, oder warum ich dieses Video jetzt schon oder überhaupt aufgenommen habe. Denn demnächst bin ich mal ein paar Wochen offline. Bis später. So, wie ihr auf den Fotos gesehen habt, hatten wir die Bussarde hier direkt über uns, drei Stück. Ich bin erst, als die weg waren, dann Drohne geflogen. Da habe ich euch mal ein Stück vom Weg abgeflogen, den wir immer gehen. Ist natürlich in über 100 Metern Höhe geflogen. Ich hoffe, ihr konntet mal sehen, wie der Weg so verläuft. Ich konnte leider nicht weiterfliegen, weil dann plötzlich schwaches Signal war. Ich nehme an, durch die ganzen Bäume hier ist es ein Riesenproblem zu fliegen. Ja, ihr habt ja eben von der Drohne aus gesehen, dieses Podest, wo ich jetzt hier auch stehe und den schönen Eisvogel fotografiert hatte vor einiger Zeit. Ja, und ich nutze die Gelegenheit, mal ein bisschen was zu erzählen, was ich anfangs angekündigt habe, bezüglich meiner etwas längeren Auszeit, die überhaupt nichts mit YouTube zu tun hat oder mit meinem Kanalwachstum oder sonst irgendwas, sondern ganz einfach, ich fahre in Reha und ich versuche da auch Material zu produzieren, aber werde von da aus nichts bearbeiten oder an Videos fertig machen, weil ich keine Lust habe, meinen PC mitzunehmen und möchte auch nicht sowas über Tablet anfangen oder so und will da auch einfach mal ein bisschen die Ruhe genießen im schönen Nordschwarzwald. Ja, und deshalb verzeiht mir, wenn nach diesem Video oder vielleicht folgt auch noch eins, ich weiß noch nicht, was ich vorproduziere, dann erstmal nichts mehr kommt. Ich bin nicht aus der Welt und gerne auch noch ansprechbar über Social Media, was ich natürlich auch runterfahren werde, auch vielleicht sogar nach der Reha, dass ich nur noch zu bestimmten Zeiten online sein werde.
Aber alles in allem wird derselbe Content geliefert und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei, verlasst meinen Kanal nicht und könnt diese kurze Zeit im Winter verschmerzen. Auch wenn das die schönste Zeit wäre, wahrscheinlich meinen Kanal zu gucken, weil man sonst nichts zu tun hat. Ja, ansonsten sage ich mal, ich nehme euch jetzt noch mit zum Nachtreiher, hoffe, ihn zu finden. Der Eisvogel ist hier leider gerade, glaube ich, nicht mehr. Hier ist Ebbe sozusagen, also die Aue ist gerade trocken. Es hat ja auch schon länger nicht mehr geregnet und auch heute, trotz dass es regnen sollte, blauester, schönster Himmel, wie ihr seht, mit ein bisschen Wolken. Ja, wir werden nachher mal noch ein paar Fotos machen und ansonsten zeige ich euch jetzt mal, wie trocken es hier ist. Bis später. Ja, es ist ein ganzes Stück bis zu dem Nachtreiher, so ungefähr 4 Kilometer, die wir hier durch den Auendschungel laufen müssen. Und dabei werde ich immer ein paar schöne Aufnahmen machen und euch zeigen. Der Nachtreiher ist gar nicht so selten, kommt auch auf der ganzen Welt vor. Außer in, und das habe ich noch nie gehört, Australasien habe ich gesagt. Ne? Ich habe es jetzt nicht gegoogelt, vielleicht könnt ihr mir hier helfen und es einfach mal kommentieren. Mir sagt das Land, der Kontinent nichts. Ja, auf jeden Fall das Spannende an diesem Nachtreiher ist, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Pinguin, finde ich, wie so ein Königspinguin. Hat oben so ein Federpuschel nach hinten stehen. Ist wesentlich kleiner wie die normalen Graureiher hier. Ja, und hat knallerote Augen. Also richtig schöne rote Augen. Ich glaube nicht, dass ich den so nah fotografieren kann, dass das jetzt irgendwie groß dann auf dem Foto rauskommt, aber wer weiß. Ja, und wenn der nicht da ist, dann kommt Plan B, dann kriegt er wie immer ein paar Gänse oder Enten oder sowas zu sehen oder Schwäne. Ja, und ansonsten zeige ich euch jetzt mal noch, hier lohnt sich gerade nicht so großartig, wo wir uns hier so bewegen. Aber hier ist nur Schilf, ein paar umgefallene Bäume. Also sehen wir uns später wieder. Da ein Popo-Bild von ihm mache. Nee, er geht weg. Er hat keine Lust auf mich. Immer wenn die mich kommen sehen, hier verschwinden alle. Ja, den See
wo sich der Nachtreiher beim letzten Mal aufgehalten hat, den haben wir erreicht. Allerdings bin ich mir nicht mehr sicher, welche Stelle das war. Gesehen habe ich ihn noch nicht. Das hier hinter mir ist der große See und er zieht sich auch ein ganzes Stück. Moment, ich muss mal höher. Kann man den erkennen? Schlecht, ne? Ja, so, jetzt müssen wir die Stelle finden, ob und wo der Nachtreiher sich aufhält. Mal schauen. Schwanis habe ich auf jeden Fall schon mal hier durch die Lücke gesehen. Ja, hier überschlagen sich die Ereignisse. Da war gerade der normale graue Reiher und ich wollte ihn euch zeigen. Ja, als er dann plötzlich, bevor ich die Videokamera parat hatte, von dannen flog. Der sitzt jetzt hier einmal mir entgegen, genau auf 12 Uhr. Ich versuche ihn euch mal kurz zu zeigen. Moment. Da hinten mittig ist der normale Graureiher. Und hier, unserer Meinung nach, müsste eigentlich auch der Nachtreiher sitzen. Naja, und die Ereignisse überschlagen sich, weil wenn ich mich um 180 Grad nach hinten drehe, oh, guck mal, da kommt einer angeflogen noch, ein normaler Reiher. Na, guck mal, dann filmen wir den nochmal. Jawohl. Ja, und wenn ich mich um 180 Grad drehe, genau hier hin, da flog gerade der Eisvogel wieder an mir vorbei. In genau diesen Busch, wo unten der Baumstamm quer liegt. Ja, jetzt bleiben wir erstmal ein Momentchen hier und gucken mal, ob wir doch noch irgendwas vor die Linse bekommen. Ja, also unser Spaziergang ist abgeschlossen, leider ohne Erfolg. Wir haben von anderen Fotografen erfahren, dass der Nachtreiher wohl seit 2 Wochen weg ist wieder. Der war nur auf der Durchreise. Viele Fotografen haben ihn fotografiert mit dem Nachwuchs, 2 Kinderchen wohl gehabt. Ja, und jetzt ist er weg.
Ich hatte noch Hoffnung, es ist wohl die Rede, dass hier noch ein Schwarzstorch wäre, aber der scheint auch schon in sein Sommer, in sein Winterquartier quasi abgezogen zu sein. Aber jetzt habe ich euch noch ein paar Bilder vom Nutria. Und was hatte ich denn noch? Ein Zwergtaucher, wenn es funktioniert hat. Ein Zwergtaucher. Da weiß ich noch nicht, ob die Bilder was geworden sind, weil ich bin heute ein bisschen unterbelichtet. Also nicht nur ich, sondern meine Kamera habe ich auch unterbelichtet. Ja, und somit weiß ich noch nicht, was dabei rauskommt. So, dann sage ich mal tschö, wenn jetzt nicht noch was Spektakuläres passiert auf dem Rückweg. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.